Hallo meine Lieben, heute ist Mittwoch, der 29. April schon und wir machen jetzt weiter mit Fest im Glauben. Wir sind in Markus Kapitel 5 stehen geblieben letzten Mittwoch und wir haben die Geschichte gelesen von der Frau mit der Blutkrankheit. Markus Kapitel 5 zwischen Vers 25 und 34 und hier haben wir das ganze Prozess gesehen. Ganz interessant, ne? Die Frau hat zuerst gehört von Jesus, ne? Glaube kommt vom Hören und Hören. Sie hat gehört, Glaube ist in ihr gestiegen oder sich aktiviert und dann hat sie was gesagt und sie hat was gemacht, ne? Sie ist zu Jesus gegangen und in diesem Weg hat sie gesprochen, wenn ich ihn nur anfasse, ich werde geheilt werden. Wenn ich ihn anfasse, werde ich geheilt werden. Und sie hat ihn angefasst. Und so wurde, sie wurde total geheilt. Ne? Und so setzen wir unseren Glauben frei, indem wir was sagen und indem wir was machen. Ne? Unsere Taten und unsere Wörter, die müssen zusammenarbeiten in Richtung, was wir geglaubt haben. Ne? Und das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Jakobus Kapitel 1 jetzt. Jakobus Kapitel 1, Vers 17. Nein, Entschuldigung, Vers 22. Jakobus 1, 22 steht hier: Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Ganz interessant. Seid aber Täter des Wortes. Nicht allein Hörer oder nicht nur Hörer. Und wir haben im Leib Christi sehr viele Hörer. Hören und hören und hören. Aber sie machen nichts. Sie sind keine Täter. Und wir wollen Täter sein, des Wort Gottes. Hier steht, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn du nur hörst und nicht machst, dann betrügst dich selber. In anderen Worten. No? Vers 23, ganz interessant. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. No? Jemand, der sich im Spiegel anguckt. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Na, er hat sich im Spiegel angeguckt, dann ist er weggegangen und dann hat er vergessen, wie er aussah. Und das ist ganz interessant. Das bedeutet in anderen Wörtern, derjenige, der nur das Wort Gottes hört, aber nicht macht, der wird es vergessen. Na, und wir wollen nicht vergessen, was das Wort Gottes sagt. Wir wollen nicht vergessen, was wir haben, wer wir sind durch Jesus Christus. Wir wollen nicht vergessen. Deshalb, damit wir es nicht vergessen, es ist sehr wichtig, nicht nur hören einfach, sondern jetzt machen. Es aussprechen und machen. Täter sein des Wort Gottes. Amen. Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, dieser wird in seinem Tun glückselig sein. Oder eine andere Übersetzung, gesegnet oder erfolgreich in allem, was er tut, in allem, was er macht. Aber wer wird erfolgreich sein oder gesegnet sein in allem, was er macht? Derjenige, der dranbleibt im Wort Gottes und sich nicht ablenken lässt von Krankheiten, nicht ablenken lässt von schwierigen Situationen, nicht ablenken lässt von Problemen, sondern dranbleibt. Was hat Jesus gesagt? Was hat Gott in seinem Wort gesagt? Ich bleibe dran. Ich fokussiere mich total an, was Gott schon in seinem Wort gesagt hat. No? Wenn das, wer,
aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit, in seinem Wort hineinschaut und dabei geblieben ist, dabei bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter des Werkes, der wird erfolgreich sein in allem, was er macht. In anderen Wörtern, du gehst in Richtung Erfolg in alles, was du tust, wenn du ein Täter bist, das Wort Gottes. Amen. Täter sein. Sprech es aus und mach es. Nimm diese Schritte. No? Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wisst ihr noch die Geschichte, als Jesus diesen Blinden heilt? Aber der Prozess war interessant, weil er hat ihn nicht einfach Hände draufgelegt, sondern er hat einen Schlamm gemacht aus Erde. No? Und gespuckt, das in seinen Augen gerieben und dann hat er gesagt, geh und wasch dich. Aber interessant, weil der Blinde hätte sagen können, Schlamm in meinen Augen, also wirklich, und geheilt werden, das mache ich nicht. Und dann hätte er blind geblieben. Aber was hat er gemacht? Er hat, was Jesus gesagt hat, geglaubt, ernst genommen. Und er hat das exakt gemacht, was Jesus ihm gesagt hat. Also Täter des Wortes. Und was ist passiert, als er sich gewaschen hat? Er wurde total geheilt. Halleluja. No? Oder da gab es auch andere, die hatten Leper. No, wie heißt diese Krankheit? Ja, Leper. Er sagt zu ihnen, geht. No? Und als sie gingen, im Weg, sie wurden alle geheilt. No? Und das ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir Täter des Wortes sind, zeigen wir, dass wir wirklich geglaubt haben. Wenn wir keine Täter des Wortes sind, dann haben wir wirklich nicht geglaubt. Wir sitzen einfach da und warten, bis Gott irgendwas macht. Aber er hat durch Jesus Christus schon uns total freigesetzt. Wir müssen es durch Glauben nehmen. Halleluja. Könnt ihr das sehen? Halleluja. Jakobus Kapitel 2, Vers 17. Jakobus 2, 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. In anderen Wörtern, wirkt nichts. Wirkt nichts. Wenn etwas tot ist, ist tot. Kein Leben. Bewegt sich nicht, macht nichts, ist tot. Und so ist der Glaube, der keine Werke hat, ist tot. Und im Vers 26, ganz interessant auch, denn wie der Leib ohne Geist ist, tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. No? Der Glaube ohne Werke ist tot, sogleich so wie der Leib oder dein Körper ohne Geist. No? Wenn dein Geist deinen Körper verlässt, bleibt kalt, tot. Und so ist auch der Glaube ohne Taten ist tot. Wirkt überhaupt nichts. No? Und wenn wir das Wort Gottes genommen haben und geglaubt haben, wir wollen Schritte gehen. Wir haben geglaubt, okay, Herr, ich danke dir. Ich habe von ganzem Herzen geglaubt, ich nehme diese Schritte. No? Kenneth Hagin, als er die Geschichte erzählt, als er geheilt wurde, no? Er hatte Blutkrankheiten, Herzkrankheiten, er war wirklich sehr schlimm krank und alle seine Ärzte sagten, er würde sterben, aber er ist nicht gestorben. Er lag in seinem Bett und der Herr hat in ihm gearbeitet, ne? Sprach zu ihm, weil Ken Hagin hatte Markus 11, 23 gelesen und 24, mehr wusste er nicht. Er stand nur in diesen Versen. Mehr wusste er nicht. Er war ganz junger Christ, 16 Jahre alt. Und der Herr sagte zu ihm, wenn du wirklich geglaubt hast,
dann was machst du auf deinem Bett? Steh auf. Und da hat er Offenbarung bekommen. Hat gesagt, ja, Herr, du hast recht. Und am Anfang natürlich konnte er ganz langsam, er wurde ganz schwindelig, wenn er auf, er konnte nicht aufstehen. Und er hat ganz langsam angefangen, Schritte zu gehen, sich aufzustehen, ein bisschen hingesetzt, dann wieder hingelegt, dann wieder aufgestanden, dann ein bisschen in sein Zimmer gelaufen, dann wieder hingelegt. Kleine Schritte, Schritt pro Schritt, aber er hatte was geglaubt, okay? Durch die Striemen Jesu wurde ich geheilt worden, Jesus hat schon was gemacht und ich akzeptiere das und ich nenne mich geheilt. Aber er machte Taten, er sprach es aus, aber er ging Schritte. Und er sagt, was nach einer oder zwei Wochen wurde er total geheilt und er konnte laufen und gehen und machen alles, was alle anderen Kinder auch machen konnten. Halleluja, preis den Herrn, das ist sehr wichtig. Wir haben was geglaubt, wir bleiben dran. Nicht ein Tag, nicht zwei Tage, nicht drei Tage. Wir bleiben dran, bis wir das vor unseren Augen haben. Halleluja, wir wandeln nicht bei was wir fühlen, wir wandeln bei was wir glauben. Wir sprechen es aus und wir bleiben dran. Wir gehen diese Schritte, weil wir geglaubt haben. Halleluja. Wir gehen diese Schritte, wir gehen diese Schritte, wir gehen Schritte, okay? Ich habe geglaubt, ich gehe diese Richtung. Ich habe geglaubt, preis den Herrn, Gott ist mein Versorger, ich danke dir, Herr. Ich suche mir die Zeitung oder durch die Internet, ich suche mir einen Job und der Herr wird mich leiten, in einen richtigen Job zu landen. Und preis den Herrn, du gehst Schritte. Du sitzt nicht einfach da und wartest, bis jemand dir die Tür klopft. Das wird nicht passieren. Du nimmst Schritte. Und der Herr leitet dich, führt dich zum richtigen Job. Könnt ihr das sehen? No? Wir sprechen es aus, aber wir gehen Schritte. Das ist ganz, ganz wichtig. Und warum gehen wir Schritte? Weil wir geglaubt haben, dass Gott treu ist zu seinem Wort. Dass Gott gut ist, dass Gott immer das macht, was er gesagt hat. Und wir können ihm vertrauen, weil er gut ist und immer treu ist. Und er ist ein wunderbarer Vater. Und wenn er gesagt hat, dass wir geheilt sind, wenn er gesagt hat, dass wir schon gesegnet sind, wenn er gesagt hat, dass er für uns versorgt, wenn er gesagt hat, dass er uns schützt, so ist es und so wird es immer sein. Bleib dran. Vertrau ihm, sprich in diese Richtung, sprich so weiter, wandle so weiter und du wirst die Ergebnisse sehen in deinem Leben. Und einfach preis ihn und lob ihn und fokussier dich an ihm, weil er gut ist, er immer treu ist und er ist immer für uns da. Amen. Preis den Herrn, hab noch eine gesegnete Woche und bis nächsten Mittwoch.